flambierte Himbeeren, Creme Karamell, Birne Helene. Köstlich! Ja, ich nehme eine Creme Karamell. Oh, ja, davon nehme ich bitte auch eine. Sie hatten doch immer so eine Spezialität. Kosakenzipfel? Ah, Kosakenzipfel. Ja, das ist das Größte. Das müssen Sie probieren. Ja, zwei Kosakenzipfel bitte. Kosakenzipfel? Das ist ein Mokka-Trüffelparfait mit einem kleinen Zitronenbällchen. Hervorragend. Zwei Creme Karamell, zwei Kosakenzipfel. Ja. Was werden wir heute verwöhnen? Jetzt aber! Verehrte gnädige Frau, lieber Herr Bröll, es ist nun 5 Jahre her, dass meine Gattin und ich, Ihre Gattin und Sie, auf dem Campingplatz in Klagenfurt kennengelernt haben. Ja, und dass uns seitdem, also dass uns, jawohl, so etwas wie eine Freundschaft verbindet. Ja, und das ist ein Grund zum Feiern. Und ich möchte, und wenn wir jetzt alle das Glas erheben, also, ich hätte gern, dass wir das förmliche Sie, also, ich heiße Walter. Es tut mir leid, wir haben leider nur noch einen Kosakenzipfel. Es schadet doch nie. Na, nimmst du ihn, Walter. Doch ganz die Frage, Erich. Dann wird ein Bruder nicht geteilt. Ja, geteilte Freude ist doppelte Freude. 2 Löffel hätten wir gern. Und du stehst in der Berufsausbildung, Lieselotte? Ja, 2 Jahre Jodelschule. Ja, sehr vernünftig. Und dann habe ich mein Jodeldiplom. Also sehr vernünftig. Und ich habe dann auch wirklich was Eigenes. Ja, und du bist unabhängig. Ja. Deine Frau ist doch vormittags auch berufstätig. Ja, Roswitha reitet 3-mal die Woche. Ja. Als Frau braucht man immerhin eine sinnvolle Aufgabe. Ja. Zu Hause fühle ich mich ja so überflüssig. Ja, und Reiter werden ja auch ständig gebraucht, nicht wahr? Ein Sackenzipfel. Und 2 Glöcker. Oh, köstlich! Das sieht aber gut aus. Dankeschön. Fang doch an, Erich. Nein, nein. Ich bestehe darauf. Also gut, Walter. Genau bis hier. Ist das gut? Walter, du musst probieren. Danke, danke. Ich bin ja gleich dran. Na, Erich, dir schmeckt's aber heute. Ja, lass ihn doch. Vorzüglich und genau die Hälfte. Naja, genau die Hälfte. Also Abgebung habe ich natürlich nicht. Die Hälfte war ausgemacht. Ja, willst du damit sagen, dass ich dich übervorteilen wollte? Nein, nein. Es klang aber so. Mit seinem Kosakenzipfel versteht der Walter gar keinen Spaß, gell? Wo ist das Zitronencremebällchen? Ich habe es nicht gegessen. Ja, du hast das nicht gegessen. Der Opa wird es wahrscheinlich gegessen haben. Ja, Walter, nun lass doch. Na, wenn's doch weiß. Ja, dafür habe ich weniger von den Mokka-Trüffeln genommen. Tja! Weniger! Ha. Ihr wäre die Hälfte gewesen! Wäre! Wo? Ja, genau hier! Ja. Ja, dafür ist deine Hälfte dicker. Sie ist viel dicker als die ich mir genommen habe. Ja, ich bitte dich, die Leute schauen schon! Du kannst doch gar nicht beurteilen, wie dick die Hälfte war, die nicht mehr da ist. Wie dick die Hälfte ist, die noch da ist. Ja, offensichtlich kannst du es eben nicht. Ehrlich, ich bitte dich. Du wolltest doch unbedingt, dass ich den Kosakenzipfel teile. Ja, weil ich dummerweise mit deiner Zuverlässigkeit gerechnet habe. Nein, nein, weil du damit gerechnet hast, dass ich mir aus Höflichkeit die kleinere Hälfte nehme und du dann die größere essen könntest. Das ist doch aber nicht mit mir. Ja, wie kannst du so etwas nur sagen? Das ist ja nicht mit mir. Ihr verderbt uns den ganzen Abend, wirklich.
Sie haben mir von dem Kosakenzipfel gegessen. Sie haben mir das Zitronencremebällchen weggegessen und wagen es noch hier. Ich wage es zu behaupten, dass Sie mich übervorteilen wollten. Das ist eine bodenlose Unverschämtheit, die ich mir in dieser Form verbieten muss. Und der zweite Kosakenzipfel, die Herrschaft. Frau Ober! Frau Ober! Sie werden doch bestätigen können, dass dies da wohl die Hälfte von diesem Kosakenzipfel ist, oder? Bitte? Halt! Antworten Sie nicht! Sie sind durch diese infame Art der Fragestellung schon beeinflusst. Die Frage ist die, wäre eine Hälfte von diesen beiden Hälften kleiner als die größere Hälfte? Als diese absolut gleich große Hälfte! Oder wäre die größere Hälfte vielleicht... Diese gleich große Hälfte! Wäre die kleinere Hälfte vielleicht größer als eine von den beiden gleich großen? Den Kosakenzipfel habe ich ebenso weit und den vorhin. Ja, kann man hier wohl noch ein vernünftiges Gespräch führen, um ständig unterbrochen zu werden? Ich verbiete Ihnen in diesem Moment mit meiner Frau zu reden! Ja, dann erlauben wir uns zu gehen! Ja, bitte sehr! Erlauben Sie! Ja, bitte!